Andi! Sag mal, hast du das Trikot vom Stefan an oder was? Sind wir hier bei den Bayern? Komm runter jetzt, wir wechseln das. Bei uns gilt, wo Andi draufsteht, da ist auch Scheiße drin. Ja, bei den Bayern läuft, ne? Da hat der Tolisso gegen Gladbach mit dem Trikot von Musiala gespielt. Oder umgekehrt, weiß das ich. Kann ja mal passieren. Bestellst du bei den Bayern im Fanshop Trikot von Manuel Neuer, kriegst du eins, das ist beflockt mit Oli Kahn. Oli Kahn, der hat jedenfalls noch Eier. Der hätte bei der jetzigen Corona-Situation bei minus 20 Grad nackt auf der Zugspitze trainiert. Aber der Neuer muss ja unbedingt auf den Malediven fliegen. Das ist ja ganz... Das hältst du auch nicht aus zwischen den Jahren, ne? Mit 35 Millionen auf dem Konto am Starnberger See. Das ist unerträglich, ey. Der Neuer ist genauso ein Vorbild wie der Kimmich, ey. Der Neuer, 2022, ey. Noch keinen Ball gehalten, nee, aber schon Corona gefangen. Patrick, denkst du dran, ne? Wenn du nachts nicht schlafen kannst, dann liegt's daran, dass du wach bist. Ja, und der Nagelsmann verkackt gegen Gladbach. Logo, wenn du den Ibrahimovic komplett auf die Bank lässt. Ja, Nagelsmann, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ich habe auch immer nur so 8 Stammspieler, überhaupt 8. Und ohne Aussicht auf Besserung. Und du kennst das, Nagelsmann, ne? Bei mir zum Beispiel sitzt ab jetzt auch immer so der Nachwuchs irgendwie. Christian! Auf der Bank, ne? So, Finn, mach dich mal. Ach so, da ist ja einer. Andi, schreibst du mal eine Biografie? Wie heißen die? Blutgrätsche im Abseits? Ja, und der Haaland, ey, beim BVB, beleidigt der den Hinteregger, ne? Richtig, you're a fucking idiot. Das ist auch so eine Hohlfrucht, der Haaland. Mach das doch auf Norwegisch, da heißt das Tur Javan Juliet oder so ähnlich. Das klingt so, ne, als hättest du gestern noch einen in die Rüstung geschossen, das versteht eh keine Sau. Ja, mit dem Haaland willst du dich aber auch nicht boxen, ey, sonst siehst du am Ende aus wie der Glasner, ne? Der ist ja mit dem Scooter abgestürzt, also der war nicht mit HP Baxter in der Disco. Der hat sich mit dem E-Roller, ne, in der Frankfurter Innenstadt, hat er sich schön gemault, ne? Geht ihm ja wieder besser, ne? Der Glasner hat jetzt aber eine Metallplatte im Gesicht. Das heißt, bei der Eintracht in der Kabine, da gibt es jetzt nur noch so Taktiktafeln ohne Magnetpads, ne? Weil sonst stünde dem Glasner ja die Aufstellung ins Gesicht geschrieben. Patrick, nur weil du jetzt eine Apple Watch hast und am Tag 2 Ringe zumachst, reicht es noch lange nicht vor Olympia. Ja, und in Wolfsburg gibt es eine Politikerbewerbung, ne? Dem Kohfeldt. Klar, sicher, was der sagt, das hat Wort. 2021, ne? Ende, sagt er noch so, wir sehen im neuen Jahr einen komplett anderen VfL Wolfsburg. Mhm. 6. Niederlage in Folge in der Bundesliga, Tabellenplatz 14. Das gab es schon lange nicht mehr in Wolfsburg. Da wurden die Fußballtraditionalisten wohl mal gehört. Aber bis Wolfsburg von Kaiserslautern in der Bundesliga ersetzt wird, das kann wohl noch ein bisschen dauern. Ja, Mann, du spielst einfach märchenhaft, ne? Guck dir mal das Ding hier an, den Klassiker. 3 Hasseröder für Aschenbrödel. Ja, und der Baumgart hat sich gedacht, wenn in Köln schon kein Karneval ist, ne, dann setze ich mir jedenfalls nach dem Spiel einen Prinz auf die Bank. Sicher, dass ich da das Trikot vom Boateng. Stell dir mal vor, der hätte in München gespielt und hätte das mit Musiala gemacht. Oder Tolisso. Ja, egal. Hermann, sag mal, warst du noch bei McDonald's und hast vor das M noch ein G und ein Y gesprüht, nur damit du sagen kannst, ich war im Gym? Ja, und bei Hertha ist die Verzweiflung so groß, ne? Freistoß Köln, da stellen die auf die eigenen Torlinie alle Spieler, alle eigenen. Wenn die Berliner Mauer wieder anfängst zu errichten, ne? Dann weißt du, dass die Verzweiflung bei der Hertha sehr, sehr groß ist, ey. Meine Güte. Kevin! Boah, der ist so hohl, der rechnet die Preise von Rossmann immer noch in DM um.